ankündigen, den Herrn Dr. Kai Kraft-Roth. Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist Kai. Wir lernen ja gerade eine neue Regel kennen. Wir lernen ja immer wieder neue Regeln kennen. Die neueste Regel, die ich jetzt kennengelernt habe, ist die sogenannte O-bis-O-Regel. Also Masken sind jetzt wie Winterreifen, wir sollen sie tragen von Oktober bis Ostern. Die Impfpflicht wird ja auch gerne mit der Anschnallpflicht verglichen. Beides schränke unsere Freiheit nur geringfügig ein, aber könne uns vor schlimmeren Folgen bewahren. Ich habe allerdings noch nie gehört, dass jemand durch das Anschnallen eine Gürtelrose, eine Thrombose oder einen Herzinfarkt bekommen hat. Und ein Gurt hält in der Regel auch noch, wenn er älter als 3 Monate ist. Ich bin also überzeugt, dass Anschnallen sinnvoll ist und mir nicht schadet. Daher habe ich auch kein Problem mit einer Anschnallpflicht. Von den verwendeten Impfstoffen gegen Covid-19 bin ich etwas weniger überzeugt. Generell bin ich als Immunologe der Ansicht, Impfungen können uns vor vielen Erkrankungen bewahren, wenn sie funktionieren. Eine Impfung, die mich aber weder vor einer Infektion noch vor einer Erkrankung schützt, lehne ich ab. Wie kann man zu einem vernünftigen Urteil über Nutzen und Risiken der Covid-19-Impfung gelangen? So, und als mündiger Bürger kann man sich auf verschiedene Arten informieren. Man kann zum Beispiel die Plakate am Bahnhof lesen, die uns sagen, lass dich impfen, damit schützt du dich und andere. Man kann auch seinem Arzt vertrauen, der sich bestimmt umfassend informiert hat und sicher nichts tun würde, was seinen Patienten schadet. Man kann auch Zeitung lesen oder die Tagesschau gucken, da kommen ja auch jede Menge Experten zu Wort. Man kann auch andere Quellen nutzen. Ich zum Beispiel, ich lese regelmäßig die Wochenberichte des RKI. Obwohl die Autoren dieser Bundesbehörde in den letzten Jahren viel Kreativität im Umgang mit Zahlen und Daten gezeigt haben, gelingt es ihnen immer weniger, das bröckelnde Narrativ von der wirksamen Impfung zu schützen. Nachdem die 3G-Regeln in Deutschland aufgehoben worden waren, konnten wir in den Wochenberichten des RKI lesen, dass die Inzidenzen bei Ungeimpften genauso hoch waren wie die Inzidenzen bei Doppelt- und Dreifachgeimpften. Das bedeutet, aus den Zahlen des RKI lässt sich kein Infektionsschutz durch die Impfung mehr ablesen. Das RKI hat Ende April die Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen gezogen. In den RKI-Wochenberichten finden wir diese Zahlen nicht mehr veröffentlicht. Was wir finden in den RKI-Wochenberichten ist ein kontinuierlicher Anstieg der geimpften Personen auf den Intensivstationen. Der Bericht vom 9. Juni zeigt, dass inzwischen 76% der Patienten auf Intensivstationen doppelt und über 50% dreifach geimpft worden sind. Das entspricht ziemlich genau der Impfquote in Deutschland. Damit ist klar, dass die Impfung nicht effektiv gegen einen schweren Verlauf einer Erkrankung schützen kann. Auch hier hat das RKI schnell Konsequenzen gezogen. Es veröffentlicht diese Zahlen aktuell ebenfalls nicht mehr. In den Wochenberichten des RKI steht also schwarz auf weiß, dass diese Impfungen nicht in der versprochenen Weise funktionieren. Covid-19 werden wir mit diesen sogenannten Impfstoffen nicht besiegen. Niemand hätte früher auch nur gewagt, solche Präparate überhaupt als Impfstoffe zu bezeichnen. Die bedingten Zulassungen für diese Produkte basieren auf Wirksamkeitsstudien, die in der aktuellen Pandemie widerlegt worden sind. Das bedeutet, eigentlich müssten diese sogenannten Impfstoffe sofort zurückgezogen werden. Ja.
trotzdem wird weitergemacht. Unser Gesundheitsminister darf weiterhin verbreiten, die Impfungen würden vor Infektionen und vor der Erkrankung schützen. Und er rät deshalb nun bereits zur vierten Impfung. Er hat ja gerade auch wieder Millionen neuer Impfdosen von unserem Geld bestellt. Obwohl wir seit Beginn der Pandemie wissen, dass Covid-19 nur für alte und vorerkrankte Menschen eine ernstzunehmende Gefahr darstellt, werden heute junge Menschen und sogar Kinder geimpft. Obwohl wir wissen, dass die sogenannte Impfung weder Infektionen noch Virusübertragungen verhindern kann, drohen wir ungeimpften Mitarbeitern im Gesundheitswesen mit ihrer Entlassung und einem Berufsverbot. Man nimmt diesen Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung und riskiert gleichzeitig einen Kollaps des Gesundheitssystems. Das ist Gesundheitspolitik im Jahr 2022. Ja. Wer soll hier geschützt werden? Sicher nicht die vulnerablen Gruppen. Wohl eher die Geschäftsinteressen von BioNTech und Pfizer. Aber wir werden das nicht hinnehmen. Überall im Land gehen Menschen auf die Straße, um ihren Widerstand zu demonstrieren. In Heidelberg haben wir die Initiative für Demokratie und Aufklärung gegründet, weil uns der respektlose Umgang mit den Mitarbeitern in Gesundheitsberufen wütend gemacht hat und weil wir erkennen mussten, dass die Entwicklungen in diesem Land sich zu einer ernsten Bedrohung für unsere Freiheit entwickeln. Mit wir meine ich besonders Annette und Siamak, die auch heute hier sind und die in den letzten Monaten unglaublich viel Engagement gezeigt haben. Seit Monaten organisieren wir in Heidelberg Demonstrationen gegen die bereichsbezogene Impfpflicht und gegen eine verfehlte und gefährliche Corona-Politik. Wir sind sehr froh, dass wir nun schon ein halbes Jahr jede Woche mit tollen Menschen uns treffen können, die noch selber denken wollen. Auch hier. Diese Woche hat ja die Rhein-Neckar-Zeitung über unsere Aktion berichtet. Einige von euch werden das ja vielleicht gelesen haben. In ihrem Artikel erklären uns die Rhein-Neckar-Zeitung-Autoren, wir hätten ja eigentlich gar keinen wirklichen Grund mehr zu demonstrieren. Maßnahmen gäbe es ja gerade kaum und die Impfpflicht wird ja nicht wirklich durchgesetzt, weil bisher gibt es ja noch keine Betretungsverbote. Ich weiß nicht, ob die Autoren nur so ahnungslos tun, ob sie es wirklich nicht verstanden haben. Natürlich wird die bereichsbezogene Impfpflicht durchgesetzt. Alleine schon die Drohung, man würde sogenannte Ungeimpfte nicht mehr einstellen oder weiter beschäftigen, hat dafür gesorgt, dass viele Mitarbeiter in der Pflege dem Druck nachgegeben haben. Und ich bin sicher, spätestens im Herbst werden die Betretungsverbote im Gesundheitssektor auch kommen. Impfquoten von über 90% in Gesundheitsberufen sind kein Erfolg, sie sind ein Skandal. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr in einem freien Land leben. Menschen sind gezwungen worden, sich gegen ihren Willen an einem medizinischen Experiment zu beteiligen. Das ist nicht nur eine Verletzung des Nürnberger Kodex, das ist ein Verstoß gegen alle Prinzipien einer freien Gesellschaft. Die Autoren des RNZ-Artikels sagen, wir protestieren aus Prinzip. Aber das stimmt nicht. Wir demonstrieren, weil wir Prinzipien haben. Weil wir im Prinzip der individuellen Freiheit die Grundlage für eine echte Demokratie sehen. Weil wir am Prinzip einer offenen Gesellschaft festhalten,
in der unterschiedliche Positionen vertreten werden können. Und zwar ohne, dass man seine Stelle riskieren muss oder vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wird, wenn man sich der Mehrheitsmeinung nicht anschließt. Und wir glauben an das Prinzip einer unabhängigen Justiz. Wir brauchen kein Bundesverfassungsgericht, das die Regierungspolitik nur durchwinkt und dabei bereits widerlegte Behauptungen als Begründungen verwendet. Was wir wollen, ist eine Rückbesinnung unserer Politik, unserer Justiz und unserer Gesellschaft auf das Grundgesetz. Eine Rückbesinnung auf das Prinzip der Würde des Menschen, das Prinzip der individuellen Freiheit und auf das Prinzip der Selbstbestimmung. Wenn man allerdings solche Positionen heute vertritt, die vor gut 2 Jahren noch vollkommen normal waren, dann gilt man heute als radikalisiert. In einer wirklich freien und demokratischen Gesellschaft dürfte es keinen Mut erfordern, öffentlich zu seinen Prinzipien zu stehen. Wenn man sich aber heute eine differenzierte Betrachtung der Situation leistet oder gar eine Evaluation der getroffenen Maßnahmen fordert, gilt man als Verharmloser oder sogar als Wissenschaftsleugner. Steht man den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüber, ist man entweder ein Corona-Leugner oder gilt vielen gleich als ein Menschenfeind. Die Konsequenzen können drastisch sein. Es werden Exempel statuiert an Ärzten, an Wissenschaftlern, Richtern oder auch Journalisten, die öffentlich eine andere Position vertreten, als unsere Regierung vorgibt. Wie viele Ärzte werden sich noch trauen, im Sinne ihrer Patienten Atteste auszustellen, wenn sie hinterher Post oder gleich Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen? Wie viele Wissenschaftler werden sich noch öffentlich kritisch äußern, wenn sie wissen, dass sie damit ihrer Karriere schaden? Und wie viele Richter werden es noch wagen, Urteile gegen die Regierungslinie zu fällen, wenn sie damit rechnen müssen, dass hinterher ihre Wohnung durchsucht wird und sie am Ende wegen Rechtsbeugung selbst vor Gericht stehen? So etwas passiert normalerweise nicht in einer Demokratie. So etwas passiert normalerweise in einer Diktatur. Und unsere sogenannten Journalisten sehen ihre Aufgabe offenbar nur noch darin, die Regierungspolitik zu verkünden und zu verteidigen. Und darin, die Kritiker zu diffamieren. Wir mussten uns daran gewöhnen, dass die Medien auch unsere Protestbewegung aufs Übelste diskreditiert. Wir seien eigentlich Egoisten, die Hass und Hetze verbreiten. Viele von uns sind Rechtsradikale oder gar Demokratiefeinde. So werden wir zur Gefahr erklärt. Diskriminierung und Ausgrenzung hat in unserer Geschichte immer damit begonnen, dass man eine Gruppe zur Gefahr erklärt. Eine Gefahr, die letztlich mit allen Mitteln zu bekämpfen sei. Die aggressive Sprache, mit der man über uns spricht, empfinde ich mittlerweile als bedrohlich. Der öffentliche und mediale Umgang mit uns und unseren Anliegen ist für uns alle eine neue und schlimme Erfahrung. Und diese Art, über uns zu berichten, trägt Früchte. Wenn wir mittwochs in Heidelberg spazieren gehen, stoßen wir auf Menschen, die uns voller Hass den Mittelfinger entgegenstrecken, die uns zurufen, wir seien Idioten oder Schlimmeres und wir sollten verschwinden. Diese Mitmenschen zeigen uns, dass wir in ihren Augen keinen Respekt verdient haben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung soll für uns nicht mehr gelten. Wir sollen aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Mit dieser Haltung verabschiedet man sich von der Demokratie und begibt sich auf den Weg in den Totalitarismus und in die Tyrannei.
Aber die Tyrannei kann sich nur dort ausbreiten, wo wir ihr den Raum überlassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den öffentlichen Raum nicht aufgeben, dass wir uns weiterhin versammeln, auf den Straßen und auf den Marktplätzen, um unseren Widerspruch laut und deutlich zu artikulieren. Das muss nichts mit Mut zu tun haben. Die Motivation mag bei vielen von uns auch die Angst davor sein, bald alle Freiheiten zu verlieren. Aber es kann auch aus der Zuversicht heraus geschehen, dass wir gemeinsam unsere Rechte und Freiheiten verteidigen können, die über Generationen von anderen erkämpft worden sind. Dann sind wir tatsächlich eine Gefahr, aber nicht für die Gesundheit. Dann sind wir eine Gefahr für diejenigen, die unsere offene Gesellschaft und unsere Demokratie abschaffen wollen. Und zu dieser Gefährlichkeit bekenne ich mich sehr gerne. Ich danke euch.